Julia Jentsch, herzlich willkommen in Wien erst einmal. Wir haben dich ja heute schon vermisst, es war der Pressetag. Und ich habe gesagt, ja, bitte, wieso habt ihr Julia Jentsch nicht hergebracht? Dann habe ich gehört, du hast gedreht, ja. Worauf ich den müden Gag brachte, denn irgendwer muss ja arbeiten von uns. Wie war es? Also Drehtag, jetzt eine Weltpremiere, ein spannender Besuch in Wien. Entspannt nicht, aber spannender, ja, genau. Spannend auf jeden Fall und total schön, weil das Arbeiten, das macht sehr viel Spaß gerade bei dem Film und dass es auch passt, dass ich jetzt zwar leider nicht zum Pressetag, aber doch rechtzeitig zur Premiere dann hierher kommen konnte, natürlich wunderbar. Jetzt spielst ja du in der Serie Der Pass die Elli Stocker, die weibliche Hauptrolle, die deutsche Kommissarin. Ich hätte so gesagt, ganz kurz definiert, sehr zielstrebig, ehrgeizig und auch leidenschaftlich bei der Arbeit. Das Pendant aus Österreich, dieser Nicolas Ovčarek, Gedeon Winter, das genaue Gegenteil, ein Zyniker. Wie schaffst du es, ihn an Bord zu holen, dass ihr dann doch in gemeinsame Ermittlungen einsteigt? Gelingt es überhaupt oder wie schaut das aus? Ja, es gibt auf jeden Fall eine große Veränderung bei beiden Ermittlerfiguren und bei dem Gedeon Winter doch eher. Irgendwann wird auch bei ihm etwas getriggert und er ist wieder der besessene Ermittler und man ja, weiß, warum er in diesem Job ist und warum er so gut ist. Und ich denke, das hat schon auch was mit der Elli zu tun, die ja, ihn da irgendwie vielleicht am Anfang auch ein bisschen nervt, aber dann auch irgendwie ansteckt mit ihrer Leidenschaft und Begeisterung. Jetzt gibt es ja in deiner Rolle in der Serie auch noch eine Love-Story sozusagen, gehört auch dazu, der leidenschaftliche Part. Gibt es auch etwas am Gedeon Winter, das eigentlich der Elli Stocker gefällt, ganz insgeheim? Ich glaube, dass die beiden irgendwie irgendwo etwas sehr verbindet. Also das habe ich immer so gelesen in den Büchern und es ging mir auch bei der Arbeit und im Buch so scheinbar verschieden, aber irgendwo haben die doch so ihre... Was auch immer es ist, ihre Punkte oder was, wo sie, glaube ich, doch in dem anderen auch ein Stück weit ja, etwas Eigenes wieder entdecken und erkennen. Und das schafft eine Verbindung, die, glaube ich, sehr, sehr stark ist. Was war denn das Besondere am Setting, am alpinen Setting? War das eine Besonderheit, so im Tiefschnee mehr oder weniger zu drehen? Wir haben jetzt in Österreich eine Situation, teilweise auch in Deutschland, wo auf einmal sehr viel Schnee da ist und es wirklich Katastrophenzustände gibt. Also so gesehen auch top aktuell vom Setting her der Film. Sind das besondere Herausforderungen? Ja, wir hatten auch Momente oder Tage, wo wir einen Dreh verändern mussten oder abbrechen, weil starker Schneefall oder Sturm. Und damit muss man eben rechnen. Aber ich denke, wir können froh sein, dass wir nicht jetzt drehen, weil jetzt nochmal eine speziell prekäre Lage, das war damals nicht so, als wir gedreht, also letztes Jahr nicht so. Aber es ist eine Herausforderung und gleichzeitig natürlich toll und schön, so die Natur direkt zu spüren und sich da bewegen zu dürfen. Wir hören es schon im Hintergrund, es geht in Kürze los, ja. Im Saal. Zum Schluss die Frage, abgesehen von all der Arbeit, gab es ein bisschen Zeit, Wien zu genießen? Konnte man sich irgendwas ansehen oder dermal wirklich nur Job, Job, Job? Nein, wirklich Zeit gab es nicht. Ich glaube, ich habe es geschafft, an einem Abend nach dem Dreh noch zu einer Filmpremiere von Niki zu gehen. Und ich glaube, einmal noch irgendwie was trinken mit Kollegen und das war es auch schon. Ja, es war leider nicht keine Zeit dafür, aber... Wir hoffen, vielleicht bei diesem Dreh, ich hoffe es. Ja, und wir wünschen es. Alles, alles Gute für die heutige Weltpremiere und viel Erfolg für eure Serie und danke für den Besuch. Danke. Vielen, vielen Dank.